Hallo liebe Kunden, hallo liebe Interessenten. Ich melde mich von der Personalvermittlung Bigmann Marketing, Ihrem Vermittler für Arbeitskräfte aus Rumänien und aus Deutschland mittlerweile und wollte all unseren Kunden, all unseren Interessenten, die in den letzten Monaten bei der Stange geblieben sind, nochmal ein herzliches Danke aussprechen, auch an diejenigen, die uns während der ganzen Zeit unterstützt haben. Und es auch derzeit noch tun. Ich wollte jetzt noch mal kundtun, dass wir seit Anfang der Woche wieder ganz normal die Beförderung aus Rumänien auch sicherstellen können, da ja das Bundesinnenministerium entschieden hatte, die Grenzen auch von Rumänien nach Deutschland wieder zu öffnen, beziehungsweise natürlich in den Zwischenstationen. So dass also der normale Transfer von Arbeitskräften von und nach Deutschland wieder ordnungsgemäß möglich ist. Dementsprechend möchten wir uns natürlich auch an alle wenden, die Personal benötigen, ob das jetzt in der Gastronomie ist oder im Erntebereich oder Maler, Lackierer, was auch immer für Berufe, Baubereich, Maurer, wenden Sie sich an uns. Wir brauchen Ihre Hilfe natürlich. Gerade jetzt in der Zeit, leider sind viele unserer Mitarbeiter immer noch in Kurzarbeit, weil die Auftragslage es nicht hergibt. Das können Sie natürlich ändern. Deswegen wende ich mich an Sie und können uns dabei unterstützen, dass wir hier wieder ganz vorne mit spielen und unsere Mitarbeiter dann auch aus der Kurzarbeit holen können, wenn die entsprechenden Auftragseingänge hier zu verzeichnen sind. Aber ich denke immer noch positiv in die Zukunft. Wir haben mit unserem Hygienekonzept, was wir auch aus Rumänien fahren, schon seit der Flugmöglichkeit, die es für Erntehelfer gegeben hat, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, in unseren Büros in Rumänien, in Klausenburg und in Schlesburg haben wir ein Hygienekonzept entwickelt. Jeder Interessent aus Rumänien, der gerne vermittelt werden möchte, kann nur ins Büro einzeln eintreten. Händehygiene ist dort erforderlich. Es gibt den obligatorischen, ja, wie nennt man das, Spuckschutz, ja, also diese Plexiglaswände, die Sie auch in Supermärkten hier in Deutschland sehen. Auch das haben wir umgesetzt. Und in unseren Bussen der BM Touring, die sind ausgestattet auch mit Trennwänden. Das heißt, Fahrgast und Fahrer sind getrennt voneinander während der Fahrt. In den Bussen müssen definitiv Masken getragen werden während der Fahrt. In den Pausen gibt es einen Hygienespender. Das heißt, die Hände müssen sich desinfiziert werden, bevor das Fahrzeug wieder betreten wird. Die Fahrzeuge werden nach Rückkehr desinfiziert und es wird also wirklich darauf geachtet, dass wir hier alles in unserer Macht Stehende tun, um dem Ausbruch einer weiteren Seuche entgegenzuwirken und zu versuchen, dass sich die Leute nicht irgendwie gegenseitig anstecken. Gerade in der jetzigen Zeit, aus aktuellem Anlass, möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass wir nicht mit diesen Riesenbetrieben arbeiten, die meiner Ansicht nach diese Krise auch ein bisschen mit auslösen, weil die Unterbringungsmöglichkeiten dort nicht vernünftig und hygienisch erfolgen. Zu viele Menschen auf zu kleinem Raum. Und wir als Vermittler, als Arbeitsvermittler aus Rumänien möchten uns ganz klar von diesen Vorgehensweisen differenzieren. Unsere Zielgruppe sind eher mittelständische Unternehmen, eher die kleineren landwirtschaftlichen Unternehmen, die einzelne Personen brauchen oder kleine Gruppen brauchen, 10 oder 20 Leute maximal. Das sind eher unsere Zielgruppen und nicht die Riesenbetriebe, die hunderte von Leuten brauchen. Und sind die Unterbringungsmöglichkeiten dann auch nicht immer, gerade in der jetzigen Zeit, hygienisch gegeben. Auch wenn dort teilweise Hygienekonzepte vorgelegt werden, die durchgeführt werden. Also unserer Ansicht nach möchten wir eher die mittelständischen und kleineren Betriebe bedienen.
Wir möchten auch nicht mit Werksvertragslern arbeiten, weil wir dem Konzept nicht positiv gegenüberstehen. Wir vermitteln die Arbeitskräfte. Das bedeutet, wir geben dem Arbeitgeber die Möglichkeit, die Leute direkt zu beschäftigen. Er hat einen Arbeitsvertrag direkt mit dem Arbeitnehmer und nicht wir als Vermittler wollen noch mit jeder Stunde des Arbeitnehmers verdienen. Das machen wir nicht. Ja, bei uns gibt es halt eine monatliche Vermittlungsgebühr und eine Bearbeitungsgebühr und damit hat sich das dann getan. Ja, und mit diesem Konzept fahren wir seit 14 Jahren gut und wollen auch weitere 14 oder 20 Jahre weiterhin gut mit dem Konzept fahren. Und das geht nur, wenn Sie als Kunden uns und unsere Dienstleistungen auch buchen und Vertrauen in unsere Firma haben. Wir versuchen alles in unserer Macht Stehende zu tun, für Sie vernünftige Leute zu finden. Die gibt es in Rumänien und die möchten auch gerne hier nach Deutschland kommen und arbeiten. Und wir versuchen halt alles, was in unseren Möglichkeiten steht, um da erfolgreich zu sein. Und Sie als Kunden natürlich auch während der Zeit, wo die Arbeitnehmer bei Ihnen arbeiten, zu unterstützen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das macht uns auch einzigartig. Deswegen sind wir Ihr Vermittler für die Arbeitskräfte aus Rumänien. Und deswegen sollten Sie uns wählen und keine anderen Wettbewerber, die das nicht bieten können. Wir beraten Sie vernünftig, wir beraten Sie ehrlich und wir sagen Ihnen, was wir können und was wir nicht können. Ja, also jeder Betrieb, der mich anruft oder uns anruft, der bekommt hier eine ausführliche Beratung und keine Beratung von der Stange. Hier wird auf jedes Problem, was der Betrieb uns mitteilt, eingegangen und versucht, dass wir das lösen können. Ja, auch wir haben manchmal natürlich damit zu kämpfen, dass die Leute sich dann anders verhalten als in unseren Büros. Aber wir arbeiten halt nun mal mit Menschen und Menschen sind je nach Umgebung und je nachdem, wie sie drauf sind, halt unterschiedlich. Und ja, wir berücksichtigen die Probleme natürlich und bieten natürlich auch die Möglichkeit, wenn der Betrieb völlig unzufrieden ist, dass wir ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihn nicht hängen lassen und ihm wirklich da versuchen zu helfen und auch bei der Stange bleiben. Das macht uns einzigartig, deswegen sind wir für Sie da und deswegen sind wir hoffentlich Ihr Vermittler für Arbeitskräfte aus Rumänien. Ich bedanke mich und würde mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Sie müssen einfach nur auf Abonnieren klicken, hier unter dem Video. Und wenn Sie immer erinnert werden wollen, wenn wir weitere Videos machen, das ist in unregelmäßigen Zeitpunkten, das kann ich nicht genau sagen, wann das passiert, dann müssen Sie einfach auf diese Glocke unten klicken, die signalisiert Ihnen dann, wenn neue Videos kommen. Ja, ich möchte gerne, dass wir viel mehr Abonnenten bekommen, deswegen bitte abonnieren Sie den Kanal. Ich möchte damit kein Geld verdienen, ich möchte einfach unsere Dienstleistung damit präsentieren. Und ich möchte eine viel größere Zielgruppe erreichen. Das ist mein Ziel mit diesem Video. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns ja in Zukunft vielleicht mal persönlich am Telefon hören. Melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Wir beraten Sie gerne ausführlich und vernünftig. Oder schicken Sie uns einfach eine Anfrage. Dazu gehen Sie einfach auf die Internetseite www.bigmann.de oder www.bigmann-marketing.de und dann können Sie uns eine Anfrage nach benötigtem Personal schicken. Das ist völlig unverbindlich und ja, dann gehen wir für Sie auf die Suche, finden jemand oder finden niemand oder bieten Ihnen andere Möglichkeiten. Sprechen Sie einfach mit uns. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sie zu unterstützen und Ihnen zu helfen, Ihr richtiges Personal zu finden. Und bleiben Sie bitte gesund und ja, beobachten Sie weiter, was wir tun und was wir für Sie tun können. Ich bedanke mich. Einen schönen Tag noch. Tschüss.